Aber wir kriegen es hin. Wir machen es jetzt. Wir holen die Taschenlampe raus, weil wir brauchen es. Wir rennen hier wieder durch. Wir wissen, rechts, mittig, bisschen nach links, dann wieder so, dann links, rechts, geradeaus und wir werden geschnappt. Ah, da würde ich auch kein Schoki mehr helfen. Doch, also Schoki hilft immer. Schoki ist meine Dark Souls-Therapiestunde. Und hilft. Manchmal. Nicht immer, aber manchmal. Oder meistens, sagen wir es mal so. So, jetzt müssen wir hier rausholen. Er dreht sich einfach um. Er dreht sich einfach um. Und hat mich instant. Als ob ich kuscheln gekommen bin. Bin ich aber gar nicht. Es also ist ja wirklich fast ähnliches Niveau wie Dark Souls Endboss. So, wir holen jetzt wieder die Taschenlampe raus. Rennen jetzt hier durch. Gucken? Nein, wir, ich hab ihn doch. Ich ganz kurz, ich bin so kurz, habe ich ihn nicht angeguckt. Ganz kurz, dann ist der Kegel wieder zu ihm und ist ihm scheißegal. Ist ihm rotzefurz. Wir machen es jetzt. Wir ziehen es jetzt durch. Cool, von der Hand wurde ich noch nicht gegriffen. Also, wir wollen von jeder Hand mindestens zweimal angefasst werden. Es ist... Also, weiß ich ja nicht. Kann ich eigentlich jetzt einfach... Nee, kann ich nicht, ne? Ich kann jetzt hier nicht einfach in der Mitte lang latschen. Nee, geht nicht. So, wir rennen jetzt hier vorbei. Leuchten den schon? Nein, wir leuchten ihn an. Wir leuchten wie die Bescheuerten. Ich leuchte nicht, ich bin am Zweifeln. Hallöchen, na, wie geht's dir? War schon ewig nicht mehr da. Ja, ey, Hallöchen, ich bin leicht am Pulskrieg. Weil diese Szene ich gefühlt das 20. Mal jetzt hier spiele. Aber schön, dass du da bist. Tini Weenie. Freu mich. Und ich hoffe, du hast Spaß beim Zuschauen, wie ich hier die ganze Zeit angegrabbelt werde von irgendwelchen Puppenhänden. So, jetzt nochmal. Wir nehmen dich. Wir nehmen dich. Wir nehmen. Lass mich. Lass mich. Lass mich. Lass mich. Lass mich. Hab ich gesagt. Kletter, kletter, kletter doch schneller! Kletter doch ein wenig schneller, weil es geht ja hier um dein beschissenes Leben, mein Freund. Es macht doch was an. Wer ist dafür, dass Benny sich ein Postfach besorgt und wir ihm regelmäßig Nervennahrung schicken? Im Verzweifeln, ja, fühle ich. Aber man muss ja auch dazu sagen, wir machen ja so Step by Step. Zwar sehr langsam, aber Step by Step. Einen gewissen Fortschritt. Zwar nicht viel, aber Death Counter 4895, so ungefähr. Ist nicht schön. So, jetzt hier links, rechts, geradeaus, dann wieder hier lang. So, jetzt rücken wir hier lang. Gucken wir ihn hier. Nein, nein, don't. Jetzt gucken wir nach hinten. Wir gucken nach hinten. Ich hab ihn. Ich brauch bald. Wenn's so weitergeht, brauch ich bald einen neuen Stuhl. Ich nehme hier gleich meinen Stuhl auseinander. Vielleicht ist es auch einmal. Also, ne? Ich spiele ja das Spiel mit dem Gamepad. Vielleicht ist es auch einfacher, wenn ich einfach mit Maus und Tastatur spielen würde. Vielleicht ist dann das Movement ein anderes, ein besseres, ein. I don't know.
Nein, nein, wir gucken nach da. Jetzt gucken wir nach da. Wir klettern, wir klettern, wir klettern, wir klettern zu langsam. Muss ich den vielleicht weiter vorkommen lassen, damit ich genug Zeit habe, um hochzuklettern? Ja, das ist eine Taktik. Weil gefühlt klettern wir halt super langsam. Super langsam. Wirklich sehr langsam. Wir beruhigen uns. Wir haben jetzt alle hier halbwegs im Griff. Ab dem Moment, wo ich aber hochspringe, mich umdrehe und versuche hochzuklettern, wird Johnny hier, der da, mir am Arsch hängen. Aber wir haben ja gar keine andere Wahl. Also werden wir jetzt gucken, dass wir... Also, okay. Meine Taktik ist jetzt, wir springen, versuchen uns in der Luft zu drehen, um zu greifen, um dann hoch zu klettern. Jetzt sei dir. Ich würde sagen, das wird nicht hinhauen. Aber let's try. Also, springen, umdrehen, geht nicht. Okay, wir machen es einfach so, ist mir egal, wir haben es geschafft. Okay, endlich, meine Fräse. War ja gar nicht mal so schwer. Oh, ja, danke, GG, oh, nice. Oh, und 257, guten Abend. Wir haben hier Seife in der Dusche. Sind wir im Knast? Dann sollten wir die Seife nicht aufheben. Oh, scheiße, wir müssen sie aufheben. Wir müssen sie aufheben. Weil wir müssen dagegen wirken. Dankeschön, Mutti. Danke, danke. Vielen Dank. Wir haben es geschafft. Oh Gott, ich will es jetzt gar nicht wissen. Stehen die jetzt hier irgendwie wieder auf? Nee, ne? Muss ich hier... Oh nein, ich brauche irgendwas, wo ich hochklettern kann. Kann ich dich nehmen? Natürlich nicht. Kann ich dich drücken? Nein. Ich brauche einen Gegenstand, wo ich raufhüpfen kann. Haben wir irgendwo einen Eimer? Warte mal, hier war doch ein Eimer. Nimm den Eimer. Nimm ihn. Er nimmt ihn nicht. Hier muss ich irgendwie hochkommen. Weil ich glaube nicht, dass ich... Nein. Mit Drücken kriegen wir es nicht auf. Okay. Das heißt, wir brauchen irgendwas... Ach, falsche Taste. Die Kiste! Wir nehmen einfach die Seifenkiste. Wie wär's mit der... Nimm die... Nimm sie doch mit. Nimm... Du sollst sie... Okay. Nimm mal die Kiste. Nimm. Okay, hier ist auf jeden Fall unser Ausgang. Das heißt, da komme ich wieder zurück. Warte mal. Ist das unser Ausgang? Oder müssen wir hier weiter? Nicht, dass jetzt das hier umsonst... Ah, ich würde fast sagen, ja, aber auch irgendwie nein. Wir nehmen jetzt die Kiste und ziehen die einfach... Mal dahin, wo wir denken, dass wir sie brauchen. Es dauert zwei Ewigkeiten und wird auch
wird auch nicht funktionieren, wie sie aussieht. Sag mal, wollt ihr mich jetzt veräppeln? Jetzt komme ich über die Kante. Oh. Okay. Herzlich willkommen bei unserem Schiebesimulator. Wir schieben heute eine Box voller Seife durch alle Räume. Was wir aber nicht können, weil wir uns anstellen wie der erste Mensch, der eine Kiste schiebt. Weil wir kommen nicht durch das Gitter. Vielleicht muss ich auch anders drücken. Probieren es mal hiermit. Nein, damit kann ich nichts machen. Dann probieren wir von dieser Seite zu drücken. Und wie wir sehen, kommen wir durch. Es ist ein Traum, der wahr wird und irgendwie auch nicht. Ey, wenn es jetzt aber nicht hilft, dass dieser Vorsprung jetzt nicht ausreicht, um da oben ranzukommen. Und ich hier diese ganze Schiebeaktion komplett umsonst mache. Zum Glück habe ich Schoki mir geholt. Okay, wir haben gleich unser Ziel erreicht. Gleich sind wir da und können gucken. Wehe, ich kann jetzt hier nicht hochspringen. Natürlich, natürlich. Natürlich geht's da nicht weiter. Warum gibt's denn das hier überhaupt? Ja, und ich möchte... Brauche ich meinen Freund? Brauche ich meinen Buddy hier? Is it possible? Muss ich gucken, dass ich jetzt diesen Eingang hier durchgehe, zurück, um meinen Kumpel zu holen? Ist das das Ziel? Der Rollschuh in der Mitte ist sehr auffällig. Kannst du was damit machen? Warte mal. Also ich habe vorhin schon mal probiert, den kurz zu bewegen. Aber... Er hat sich nicht bewegen lassen. Ich habe auch gedacht, dass es der Rollstuhl ist, dass ich hier einfach so hochhüpfen muss. Ne? Hier so, zack. Aber ich kann nicht drücken, nicht ziehen, nichts. Muss ich hier irgendwo noch eine Bremse lösen? Hatte Ding Bremse. Muss ich den Typen aus dem Rollstuhl hier rausziehen? Geht das? Ich kann ja auch nicht hoch. Nein. Nein. Ich kann mit diesem schönen Rollstuhl nichts machen. Anleuchten. Es ist schon verdächtig, muss ich mal ganz ehrlich sagen, dass er automatisch den Kegel nach oben hält. Ohne, dass ich hier irgendwas mache. Ja, also ich kann ja den Kegel hier so beeinflussen. Und wenn ich mich nach da drehe, geht er wieder nach unten. Drehe ich mich nach da. Geht er automatisch auf die Figur. Warum? Ich kann auch nicht raufspringen. Okay, wir probieren trotzdem erstmal ganz kurz nochmal hier den Durchgang aus. Ich bin gespannt, wo ich lande. Ich habe ein bisschen die Angst, dass wenn ich aus diesem Durchgang raus drin, was draufwerfen? Seife? Maybe Seife. Vielleicht müssen wir ihn ja säubern. Das war jetzt aber ein ganz komischer Wurf. Leider auch nicht. Kann ich die Seife einfach bei ihm eigentlich reinschmeißen? Geht das? Bei uns Wannbad? Das funktioniert sogar. Was ist denn mit diesem Eimer hier? Kann ich diesen Eimer nehmen? Nimm. Er nimmt den Eimer nicht. Sorry, war eine Idee. Ey, für Ideen bin ich immer offen. Wirklich, dafür müsst ihr euch nicht entschuldigen. Selbst wenn die Ideen nicht hinhauen. Ich bin da manchmal selber so ein bisschen am Verzweifeln. Immer rein damit in den Chat.
Weil manchmal bin ich ja selber so irgendwie, wo ich mir denke, ich hänge und manchmal ist die Lösung halt so einfach. Okay. Wieso kann ich... Wieso... Also, warum komme ich hier rein? Also, warum? Einfach, why? Ich kann hier nichts... Kann ich was mitnehmen? Geht das? Geht das hier unten? Geht das? Nee? Nein? Kann ich hier was mitnehmen? Bin ich jetzt wirklich nur in diesen einen Raum gegangen, um diese Schattenfigur zu finden? Nur dafür alleine ist der Raum hier, oder was? Die Reifen rutschig machen. Das wäre auch noch eine Idee. Ich kann aber nichts mit in diesem Raum... Ich kann nichts machen. I don't know. Ich habe jetzt wirklich nur diesen Schattentypen da aufgedeckt. Okay. So viel zu, das ist mein Rückweg. Und scheiße, ist das mein Rückweg. Wir nehmen diese Seife nochmal mit. Ich esse jetzt nochmal Schoki. Kann ich... Muss ich die Seife da durchschmeißen? Nein. Er zieht ja das Ding ja gar nicht an. Zieh mal nach da oben und werf mal da hin. Okay. Das war nix. Brauch nochmal ganz kurz meine Seife. Ich muss kurz wissen, wo die ist. Alice, nimm die Seife. Nimm. Nimm doch die Seife. Da. Jetzt machen wir hier Mellies Vorschlag. Ja, wir versuchen jetzt hier. Aber warum kann ich den greifen, wenn ich den nicht ziehen kann? Das ist halt... Warum kann ich den anvisieren? Irgendwas muss doch mit dem Rollstuhl sein. Ja! Ich gehe da voll und ganz mit euch, stimme ich damit überein. Irgendwas muss mit diesem dämlichen Rollstuhl passieren. Muss ich irgendwie... Gibt's hier oben noch irgendwie irgendwas anderes? Warte! Muss ich's wieder dunkel machen? Is this the game? Okay. This is the game. Bleibst du da? Bleibst du? Bleibst du? Don't stop believing. Nee, 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 nee. Okay, das war's. Damit das Vieh aufstehen kann. Erst Kiste ganz weg, dann Rolli. Achso, nee, okay, genau. So, jetzt ist er weg. Ja! Was? Ich bin mal eine kurze Weile weg, muss kochen. Jetzt, Schwangerschaftsgelüste sind jetzt sehr präsent, bis später. Okay, jetzt brauche ich aber... Dann habe ich wirklich die Kiste umsonst hierher transportiert. Ja, haben wir. Jojo, lass dir schmecken. So, okay, jetzt können wir auch was mit dem hier machen. Meine Güte, das war aber auch wieder... Das war jetzt aber auch wieder ein Akt, zeige ich euch.
Ich habe ja jetzt schon keine Lust hier auf so dunkle Räume mit... Du wirst doch safe zum Leben erwachen. Oh, sei... Nope. Wie soll ich denn da durchkommen? What is happening here? Okay, wir rennen durch. Also wir probieren es jetzt mal mit durchrennen. Es wird 0,0 helfen. Also sie sind natürlich schneller als ich. Okay, warte, wie sieht's aus mit durchrennen, ab einem gewissen Punkt nach hinten ziehen und dann nur noch rückwärts? Wäre das possible? Nein. Also schon, aber irgendwie auch nicht so. Weil die kommt von links und rechts. Okay, wir probieren es nochmal. Down. Touch, my tralala. Okay. Wie? Also diese Sequenz mag ich wirklich bei dem Spiel. Also ja, sie ist tricky, ja, sie ist herausfordernd, ja, ich mag solche Spiele und ja, ich bin... Meine Geduldsfahne ist sehr weit unten heute. Warum denn? Was ist denn das für eine Mechanik? Darf ich mitzählen? Gerne, Teeny Weeny. Ja, also, mach eine Strichliste, die wird auf jeden Fall sehr voll. Okay. Also, wir gucken jetzt erstmal Ihmchen hier an. Wieso bewegst du dich, wenn du die ganze Zeit im Lichtkegel bist? Okay. Wait a second. Wie ist es, wenn ich... Don't. Ich mach's jetzt gerade mit Maus und Tastatur. Ja, ja. Macht ihr mal. Kommt ihr mal. Kommt mal mit. Hallo. Für alle, die neu sind bei uns auf dem Kanal, herzlich willkommen bei Benny und Steve. Ich bin der Benny, der Steve sitzt normalerweise rechts neben mir. Er ist heute leider nicht da. Wir spielen heute Little Nightmares 2. Läuft gut. Oder auch nicht. Wir sind schon 500 Mal gestorben. Und ich habe keinen Red Bull mehr. Okay. Wir geben unser Bestes. Runboy brauchen wir noch als Alert. Okay. Werden wir... Und Rage Quit Incoming. Nee, noch nicht. Noch nicht ganz. Ich verstehe es nicht. Mein Lichtkegel geht auf diese Puppe. Bewegt sich trotzdem. Gibt's hier einen Lichtschalter? Irgendwas.
Das wäre jetzt noch der größte Clou, wenn jetzt die Taschenlampe einfach ausgeht, weil die Batterie leer ist. Nein, nein, don't. Nein. Bleibt. Nein, 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 nein. Don't. 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 Meine Güte, wir haben es geschafft. Ich könnte ja vor Begeisterung kaum fröhlicher sein. Oh Gott. Dankeschön, wow, nice. Danke, danke, danke. Teeny weeny, danke, danke. Okay, hier kann ich nicht hin. Oh, wir haben die Sicherung. Endlich. Es ist soweit. Ich könnte ja vor Begeisterung gar nicht fröhlicher sein. Ja, nun. Achso, ich dachte, ich hätte jetzt so weggeschmissen, dass er nicht mehr rankommt. Wuhu! Benny rastet total aus, gerade innerlich. Also das Spiel, sagen wir mal so, der hat, also, es bringt mich auch minimal an meine Grenzen. Ein bisschen. Aber an sich finde ich das Spiel eigentlich ganz nice, ne? Also es ist ja knuddelig und alles cool und so. Ist halt ein bisschen rätsellastig und auch nicht ganz so einfach. Was es ja auch irgendwo interessant macht, muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Aber dennoch ist man manchmal in gewissen Situationen ganz schön unentspannt. Um es noch nett auszudrücken. Und jetzt gehen wir Fahrstuhl fahren. Aber wir haben es geschafft. Das ist das Geilste überhaupt. Zu wissen, man hat es geschafft. Ist schon ein cooles Gefühl. Ich meine, du freust dich gerade wahnsinnig. Ja, das mache ich wirklich. Aber es ist trotzdem manchmal so unfair, so unverhältnismäßig. Der Frustfaktor ist sehr hoch, ja, das stimmt.